Sänger Nick Bisognano stammt aus Italien und steht auf die 50er Jahre. Mit ihm sind wir zum Schluss der Expedition verabredet. Ha! Ein schönes Geräusch. Oh, ist toll. Warst du eigentlich schon mal hier? Ich war leider noch nie hier. Nee, das sieht richtig toll aus. Ein richtiges, cooles 50er-Jahre-Kaufhaus. Klein, aber fein. Ja, wahrscheinlich etwas für Leute mit viel Geld. Ach, guck mal hier. Die ist auch lässig, oder? So eine kleine Tapfsäule im Wohnzimmer. Ich habe schon lange mal überlegt, da könnte man ein bisschen umbauen und Bier reinmachen. Ja, das ist auch schön. Für eine Party, weißt? Das wäre richtig geil. Ah, du stehst ja sowieso so auf die 50s. Ist doch genau dein Ding hier. Also das wäre jetzt eher, glaube ich, ein 60er-Jahre-Jahrgang, wenn ich mich nicht täusche. Oder 70er sogar. Warum ausgerechnet die 50er? Ich weiß nicht, die haben so was Spezielles. Das kannst du gar nicht so richtig erklären. So von der Lebenseinstellung oder nur Musik? Oder? Ich denke mal, es ist einfach die Faszination. Man muss nur die Musik hören und schon sieht man Cadillacs und Leute Stimmt. mit Nomade. Und, ja. Das ist Nostalgie pur. Il mio ciuffo che vola scappa a punta ed è, ma anche solo la mia forte 53, non saluto.